Mit 0 Punkten und einer herben 1:4 Niederlage im Gepäck ging es für unseren VfL am Freitagabend auf die kurze Rückreise aus Paderborn nach einem Spiel, bei dem eigentlich mal wieder mehr drin war. In Halbzeit 1 war man die überlegene Mannschaft, ging auch völlig verdient in Führung. Dann folgte der Freistoßhammer Nummer 1 von Alban Meha, der Knackpunkt in dieser Partie. Ja, und danach haben wir einfach komplett den Faden verloren, kassieren noch ein Freistoßtor und dann sind alle Dämme gebrochen. Das darf uns einfach nicht passieren, weil ich meine, das war auch kein Übergegner, da kann man auch mal, wenn man 2-1 im Rückstand ist, da muss man dann die Ruhe behalten, man kann dann auch noch ausgleichen oder vielleicht noch mehr erreichen. Das wäre an dem Tag, glaube ich, durchaus auch möglich gewesen. Werfen wir den Blick nach vorn. Die Spielvereinigung Greuther Fürth kommt am Montag ins Revierpower-Stadion. Eine Mannschaft, die als Bundesliga-Absteiger eigentlich schon planmäßig ganz oben mitmischt und aktuell auf Tabellenplatz 2 rangiert. An das Hinspiel erinnern wir uns allerdings alle sehr, sehr gerne. Da stand am Ende ein 2:0 für unseren VfL in der fränkischen Trolli-Arena. Fürth war unser bestes Saisonspiel, würde ich jetzt mal behaupten. Wir standen gut, wir haben sehr schnell umgeschalten, haben natürlich auch zwei Traumtore geschossen, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir sogar dann noch mehr Möglichkeiten hatten, noch mehr Tore zu schießen. Ja, aber ich meine, das Wichtigste ist einfach momentan, dass wir Tore machen müssen. Schneller umschalten einfach, dass wir uns alle am Offensivspiel beteiligen und ja, das müssen wir halt einfach auch in Tore ummünzen. Es reicht halt dann nicht immer, wenn man nur ein Tor schießt und dann hofft, dass man die Null hält. Klar, es ist auch okay, wenn man 1:0 gewinnt, aber Gegentore kann man immer kassieren. Man kann auch mal 2 kassieren, das passiert. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir unsere Chancen nutzen. Und klar, das Positive an der Sache ist, dass wir jedes Spiel auch genügend Chancen haben. Ja, jetzt müssen sie halt nur noch rein. Die Bälle müssen also rein und einer, der dafür sorgen kann, ist Richard Sukutapasu. Der ist nach seinem überstandenen Magen-Darm-Virus wieder auf dem Trainingsplatz. Auch Slavo Freier mischte unter der Woche erstmals wieder im Mannschaftstraining mit. Ein Einsatz gegen Fürth kommt aber nach der langen Verletzungspause selbstverständlich noch zu früh. Ansonsten hat der Cheftrainer mal wieder die Qual der Wahl und kann aus dem Vollen schöpfen gegen die Fürther, die den tabellarisch gesehen zweitbesten Angriff der Liga stellen. Ja, klar, man, wir werden da gut vorbereitet vom Trainerteam. Wir schauen die Videos an. Ich meine, die Spieler kennt man ja. Wir wissen, dass eine sehr gute Mannschaft auf uns zukommt. Aber ja, wir spielen auch nicht gegen Real Madrid. Also wir müssen uns jetzt auch nicht in die Hose machen. Wir müssen gut stehen. Wir müssen offensiv was bringen. Dann müssen wir auch schauen, dass wir die Fans natürlich wieder auf unsere Seite bringen und einfach das, was die Fans auch die Saison ausmacht, sie peitschen uns immer nach vorn, auch wenn es zu Hause wirklich alles andere als gut läuft. Aber das müssen wir einfach mal mitnehmen, diese kleine Euphorie dann auch von den Fans immer und ja, natürlich bestenfalls in Tore ummünzen. Anstoß zur Partie gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am Montag, 20:15 Uhr.